Flüchtlingskinder und einheimische Kinder spielen gemeinsam Fußball und sind einfach glücklich. Das ist gelungene Integration. Fußball macht's möglich. Fremd wird Freund. Der Sport hat ja die Kraft, Menschen zusammenzubringen. Fußball interessiert einfach jeden, egal ob Frau oder Mann, egal welche Religion, welche Herkunft. Und das ist insbesondere auch bei den Kindern so. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn man einen Ball in einen Pulk voller Kinder wirft, dann ist nach 30 Sekunden nicht mehr zu erkennen, wer woher kommt. Und das wollen wir natürlich damit erreichen. FCA-Torhüter Andreas Lute hat dieses Projekt im Rahmen seines Vereins in Safe Hands ins Leben gerufen. Und zwar gemeinsam mit seinem ehemaligen VfL Bochum-Torwartkollegen Jonas Ermes. Wir sind da auf sehr, sehr viele offene Türen gestoßen. Viele Leute haben uns ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt. Und so sind wir extrem rasch gewachsen und wir hätten niemals gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt schon dieses Projekt hier ans Laufen bringen, so viele Partner haben, dass der FCA sofort gesagt hat, wir unterstützen euch da voll und ganz. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz und glücklich, dass es funktioniert hat. Und wie das funktioniert. Die Kinder sind einfach nur begeistert. Ich komme aus Aleppo und ich finde schon, wenn ich mit meinen Freunden spiele. Ich komme aus Afghanistan und ich finde den Fußball sehr gut. Also ich komme aus Syrien und das macht hier so Spaß. Ich komme aus Syrien, ja. Ich finde hier, wenn man also so Teams spielen oder zusammen, das finde also macht Spaß. Ich komme aus Palästina und mir gefällt es sehr gut. Ich mag auch Fußball spielen. 90 Minuten Fußballtraining mit den Profis. Rund 30 Kinder mit verschiedenen Nationalitäten machen auf der Bezirkssportanlage Hornstetten mit. Und das Beste, ab sofort soll das jede Woche stattfinden. Und jeder ist willkommen. Ich glaube, wir hatten einfach alle zusammen eine gute Zeit hier auf dem Fußballplatz. Wir haben Integration gelebt. Es war egal, wer woher kommt. Und deswegen war es wieder mal ein Erfolg. Fußball verbindet über Kulturen und Länder hinweg und schafft Integration. So einfach geht's. Fremd wird Freund.